Jetzt bei heimatschatz.de schöne Weihnachtsgeschenke von lokalen Händlern aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt entdecken. Heimatschatz.de bringt den lokalen Weihnachtsbummel zu dir nach Hause. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen zum Podcast Nummer 100 mit Ralf Wintermeyer. Hallo, Ralf Wintermeyer. Hallo. Wir sitzen hier in Ralf Wintermeyers Werkstatt. Es ist ein besonderer Anlass. Sie haben das vielleicht gemerkt. 100, die Zahl 100. Ich habe mir einen ganz besonderen Gesprächspartner gesucht. Dazu später. Ralf Wintermeyer, Jahrgang 1963. Familienstand, verheiratet, Beruf Schriftsetzer. Aber um genau zu sein, Meister im Schriftsetzerhandwerk. Darauf legt er zu Recht Wert. Und er ist Besitzer der Druckerei Karlnass in der Moritzstraße in Wiesbaden. Die feiert im Jahr 2021, halten Sie sich fest, 100. Geburtstag. Jawohl. Und das ist der Grund, warum wir hier sitzen. Mein 100. Podcast trifft Ihren 100. Geburtstag. Wie fühlt man sich so mit 100? Naja, so wie mit 99. Die Arbeit ist nicht anders geworden. Ja. Aber die Pandemie ist halt schon auch jetzt aufregend. Sag ich mal, das ist Zeit, die ich die letzten 40 Jahre nicht erlebt habe. Wir sitzen hier zusammen am 8. Dezember. Der Podcast wird erst Ende des Monats ausgestrahlt. Manches mag heute hoffentlich dramatischer sein als dann zu Weihnachten. Das wissen wir aber nicht ganz genau. Was hat das für Sie für eine Bedeutung, in so einer Tradition zu stehen? Also auf den Schultern von so vielen Generationen. Naja, das ist mein Leben. Ja. Ich kenne nichts anderes. Ja. Ich habe auch nichts anderes gelernt, musste ja auch nichts anderes lernen, musste nicht umlernen. Der Beruf hat seinen Mann eigentlich immer gut ernährt. Da kommen wir gleich nochmal drauf, was sich da verändert hat. Gibt es eigentlich noch Überbleibsel, Reste aus der Zeit von 1921, so Erbenheim, wenig. Alte Werkstatt? Nee, also da ist sehr viel im Krieg komplett zerstört worden. Ach so. Und selbst die genaue Gründungszeit der Druckerei Nass ist nicht bekannt. Mhm. Weder bei Handwerkskammer noch bei Industrie- und Handelskammer. Aber 1921, das ist 1921 ist auf jeden Fall klar. Und ja. Erbenheim, das ist auch sicher. In Erbenheim, so sollte es eigentlich sein. Ja. Der Karl Nass ist ein alter Erbenheimer gewesen, hatte damals auch diesen Breuer, oder was heute Breuer Verlag ist, Erbenheimer Anzeige. Ah, ja. Es war ja damals auch Gründung vom Karl Nass, beziehungsweise vom Karl und vom Erwin Nass. Mhm. August Nass, so rum. Mhm. Waren dann zwei Brüder und die haben sich getrennt, der August Nass mit seinem Sohn, A. Nass und Sohn in der Friedenstraße und der Karl Nass halt hier dann letztendlich in der Moritzstraße seit 1933. Sie sagten, 33 ist der hierher gezogen in dieses Gebäude, in dem wir jetzt auch hocken. Und Sie sagten, es gibt nur noch wenig. Wir sind ja gerade auch einiges abgeschritten. Also gibt es noch in der Setzerei Möbel oder Buchstaben? Das eine oder andere wird mit Sicherheit noch vor dieser Zeit sein, vor dem Krieg irgendwo. Mhm. Aber was genau und was dann wann, wie, wo ausgewechselt worden ist, das ist über die Jahre einfach verloren gegangen. Obwohl mein Vater selber hier als Lehrling beim Karl Nass angefangen hat, 1946. Ja. Ich meine 46. Ja, 46, war er 13. 13? Ja. Da gibt es noch ein Bild, wie er auf der Apfelsinenkiste steht. Weil er gar nicht sonst so groß war. Weil er noch nicht so groß war, ja. Und was war das wesentliche Geschäft damals, als der Nass angefangen hat? Was hat der gedruckt? Schon immer alles. Ja, wie es der Werbeslogan eigentlich sagt, Geschäfts- und Privatdrucksachen für jeden Bedarf. Ja, man nimmt jetzt also einen Katalog. Das ist seit 100 Jahren Ihr Ansprechpartner für Drucksachen
jeden Bedarfs. Also genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein Jahreskalender, ja, ne, für 2021. Zeitungen, haben Sie gesagt, hat dann auch der Bruder gemacht? Nee, also der, mit dem Bruder hatte mir überhaupt nichts zu tun. Also der Karl Nass war schon der, der in Erbenheim den, den Erbenheimer Anzeiger dann auch gemacht hat. Also, hier sind auch verschiedene andere Sachen noch verlegt worden. Das weiß ich nicht mehr, da war ich... Ja. Stöpsel von 4, 5, 6 Jahren, wie ich dann hier mit meinem Vater mal hergekommen bin. Die ersten Anfänge waren dann so, dass ich wusste, dass ich von dem damaligen Besitzer, dem Herr Schindler, das war der Schwiegersohn vom Herrn Nass. Also Sie haben den alten Karl gar nicht mehr kennengelernt? Nein, nein. Der ist, glaube ich, 1956, 57 oder sowas ist der verstorben, ja, schon. Und die Tochter hat das dann mit dem... Nein, die seine Frau, die Käthe, die hat das weitergemacht mit der Tochter. Ja. Und der Schindler, ja, Schwiegersohn, ja, das war ein Kaufmann seiner Zeit, der ist dann auch mit eingestiegen. Und zu der Zeit war dann auch mein Vater schon so Disponent, wenn man so will, ne? Hat er sich vom Schriftsetzer zum Disponent dann auch schon hochgeschafft und hat seine Meisterprüfung selber... in 1965 abgeschlossen, war ich dann gerade 2 Jahre alt, so ungefähr. Und war dann auch hier der Prokurist, Disponent, wie es dann halt so ist. Und Sie als Bub sind dann auch mit in der Werkstatt schon unterwegs gewesen? Ja, so wie dann früher die sonntags der Sportexpress damals gemacht worden ist. Das war eine Zeitung nur mit Sport? Das war ein Blatt, DIN A3, Eosinfarben, weiß ich noch ganz genau. Und das ist sonntags gedruckt worden mit, wie soll ich sagen, es waren immer außenrum lauter Anzeigen der örtlich ansässigen Firmen und dann die Spielpaarungen vorderen rückseitig gedruckt, wo dann unter der Woche schon die Paarungen gesetzt wurden und am Sonntag dann hier mit Telefon und Radio, ja, die Ergebnisse dann eingepflegt wurden und dann wurde das dann 17, 18 Uhr ging es dann in Druck. Und wurde dann direkt nach dem Druck schon in die ganzen Gastwirtschaften und so ausgeliefert. Das haben Sie gemacht? Da bin ich damals teilweise auch schon mit, ja, weil mein Vater hatte damals noch so einen alten grünen, nicht Brezelkäfer, so einen Ovali-Käfer. Und der Herr Feser, der Verleger von dem Sportexpress, der hatte selber gar kein Auto. Und... dann sind wir dann da halt teilweise in die Gegend rumgefahren und es gab dann schon für mich dann sogar zu der Zeit schon mal einen Fünfer für den Spielautomat. Das war in den 80er Jahren, sage ich jetzt mal, das war so 1975 rum, das war ein Haufen Geld. Ja, glaube ich. Ja. Und wie sehr Sie mit dem Unternehmen verwoben sind, kann man auch an ein paar anderen Daten ablesen. Vor genau 40 Jahren haben Sie hier angefangen. Am 1.8.81. Und Ihr Vater hat in dem Jahr das Unternehmen übernommen, ne? Der wurde Chef. Ja, also am 1. Januar. Ja. Am 1. Januar 81 hat der Vater das von der Familie Schindler, Nass, ja, war also 3 Stück, war damals übernommen durch mit einer Abpacht, wie so, ja, also haben das abgestottert, Kaufpreisrente, wie es damals hieß. Ja, ja, ja. Ja. Was war das für eine Zeit? 81, wir reden noch nicht übers Internet. Der Lichtsatz ist auch noch so rudimentär, nur am Horizont zu erkennen. Dann wird noch alles mit der Hand gesetzt, beziehungsweise mit alles Handsatz, teilweise Maschinensatz. Ja. Es war kein Geschäftsauto da, nur ein Fahrrad. Es war keine Heizung da, nur Ölöfen. Wir müssen vielleicht für diejenigen, die nicht so ganz im Geschäft sind, sagen, was ist denn damals ein Schriftsetzer gewesen? Also mit was haben Sie gearbeitet? Was war Ihr Arbeitsmaterial? Das weiß ja heute keiner Arbeitsmaterial mehr. War das handgeschriebene Manuskript, was der Kunde vorbeigebracht hat. Und dann haben wir das mit dem Winkelhaken, ja, mit Bleibuchstaben nach Gutenberg. Ja. Und haben Sie die selber wurde das gesetzt? Die, ja, die, ja, Buchstaben haben Sie die selber gegossen? Nein, die kamen von den Schriftgießereien, die, ja, hier dann auch teilweise im Umkreis zuhauf vorhanden waren. Ja. Hat einen Haufen Geld gekostet seinerzeit, so Schrift. Ja. Und wir waren damals schon mit einer von den
mit von den Größten. Also nie die Größte gewesen. Da gab es andere. Und dann gibt es Brandstätte, Riesen, Hennemann. Ja, Riesenschubladen, ja, in denen diese Buchstaben aufbewahrt werden. Die, ja, mussten dann natürlich, also gab es ja die für Meinung, jede Schrift, ja, für jede Schriftgröße, ja, für jeden Schrifttypen gab es eine eigene Schublade, ja, den sogenannten Setzkasten, mhm, ja, der mit den Buchstaben bestückt war, ja. Und wenn man halt jetzt, sag ich mal, die Schrift wechselt, musste dementsprechend die Schublade gewechselt werden. Nicht selten 25 Kilo, was so eine Schublade hat, weil die Buchstaben ja aus Blei waren. Aber Sie haben schon mit Linotype gearbeitet, also mit Maschinen dann, oder? Linotype hatten wir selber hier nicht, wir hatten Ähnliches. Sie mussten ja nicht alles mit der Hand setzen. Doch. Ja, ja, ja. Also hier selber mein wurde ziemlich alles mit der Hand gesetzt. Ja. Dann später hatten wir noch zwei externe Sätze, mhm, die Maschinensatz halt freiberuflich gemacht haben oder mhm, als eigenständige Firmen, die halt dann auch den Zeilenguss in dem Sinne geliefert haben. Wir hatten hier selber auch, ich glaube, die hieß Typograph oder was, das waren auch zwei Bleisetzmaschinen. Das waren jetzt, glaube ich, keine Linotype. Also ja, die habe ich persönlich als kleiner Stöpsel wohl mal gesehen, bin da aber immer weit weggehalten worden durch, mhm, das heiße Blei, Verbrühungen, ja, und sowas alles. Da, ja, durfte ich also nur mal von Weitem gucken. Also die Erinnerung habe ich auch noch als junger Praktikant mal. 1980, als mir dann jemand in der Werkstatt eben gesagt hat, hier, halt mal, nicht? Und dann hat man so ein paar Bleibuchstaben, die noch heiß, mhm, waren, in die Hand bekommen und gleich fallen lassen. Ja, die waren schwer. Ja, das auch. Sie haben als Lehrbub angefangen mit was? Ja, was heißt mit was? Was haben Sie da? Also ich meine, wenn man heute sagt, hast du die Werkstatt gefegt, hast du dem Chef Bier geholt, also ja, der Chef, ja, war der Vater. Der Chef war der Vater, ja, der hat mich mit nichts geschont. Mhm. Angefangen habe ich gleich am ersten Tag, Setzkasten, Zettel, den es damals schon gedruckt gab, die Aufteilung des Schriftkasten, wo liegt welcher Buchstabe. Und man muss auch dann, man muss ja spiegelverkehrt lesen können, ne? Seitenverkehrt, ja, von unten nach oben und spiegelverkehrt, ja, ja. Und dann ging es halt los. Gleich am ersten Tag schon Trauerkarte und, mhm, sowas halt eben. Sicherlich hatte ich auch mein Lehrgeselle, der, mhm, sich dann halt immer schon mal rumgedreht hat und hat immer geguckt, was macht er jetzt so. Es war jetzt nicht so, dass ich den Setzkasten das erste Mal in meinem Leben gesehen hätte an diesem Tag, sondern ich hatte schon 4, 5, 6 Jahre, hatte ich ja schon das gesehen, beim, ja, Vater mitgekriegt. Ölöfen auffüllen, mhm, ja, dann auch Sachen machen, die jetzt nicht zum Lehrberuf gehören, ja. Und wie hatten Sie eigentlich eine Chance, was anderes zu machen? Oder war das für Sie eine Leidenschaft oder so spannend, dass es Sie, ja, schon gereizt hat, da mitzumachen? Ja, eigentlich war es ja so, dass ich seinerzeit, wie viele von meinen damaligen Freunden, die haben alle, wie es bei Buben so ist, sag mal, das Kraftfahrzeughandwerk angestrebt. Mhm. Ja, ich hatte dann auch damals schon Schulpraktikum gemacht und wollte oder hatte seinerzeit schon einen Lehrvertrag vom Autowink in Aussicht, ja, als Kfz-Elektriker allerdings, weil, mhm, ich gesagt habe, nö, das schnöde Kfz, das machen sie ja all, dann vielleicht doch eher die Kfz-Elektrik, dann kannst du vielleicht auch mal Elektrik machen, ja, und vom Kfz wirst du auch genug mitkriegen, dass du dein eigenes Auto selber reparieren kannst. Waren halt noch Zeiten, da gab es, wenn es gut ausgerüstet war, das Auto, vielleicht mal Radio, mhm, und eine elektrische Antenne, da gab es bei weitem nicht das elektrische Equipment, was es heute gibt. Sie, ja, haben gesagt, Sie haben jetzt ein Elektroauto, da ist alles elektrisch sozusagen. Ja, ne? Da würde ich aber jetzt selber gar nichts mehr machen. Ja, Haube auf, reingucken, ja, Haube zu. Ja, genau. Ja. 1981 hatte das Unternehmen wie viele Mitarbeiter? 18. Wie viel hat es heute? Einen. Sie? Ja. Also damit wir mal eine Dimension kennenlernen. Ja, bis auf meine Frau, die halt die Bücher, ja, höchst offiziell ist die halt bei mir. Einer muss ja rechnen können, ne? Ja, genau. Ja.
Von was lebte das Unternehmen damals? Also Sie sagen wieder alles, aber es gab ja einen bestimmten Kerngeschäft. Sie haben vorhin mal eine Firma angedeutet, ja, der große Auftrag. Große Versicherung, hatten wir sogar mehrere, zwei, drei. Wir waren die Hauptstadt der Versicherungen in Wiesbaden. Ja, klar. Ja. Und, was haben Sie für die gedruckt? Alles. Ja. Vom Prospekt über neue von neuen Versicherungsmöglichkeiten, über die Anträge, über die Policen bis zu den Kfz-Versicherungskarten, Deckungskarten. Ja. Die heute auch als EVB direkt per E-Mail eigentlich an die Leute versendet werden. Sie haben gesagt, auch die Doppelkarten von der Autoversicherung. Ja, das sind die, die EVB-Nummern, die Versicherungsdoppelkarten, genau, für die Kfz. Ja. Schriftsetzer und Drucker, das war Arbeiteradel. Also das waren belesene Leute, also schon im 19. Jahrhundert, die wussten Bescheid. Die hatten ja, ob sie jetzt wollten oder nicht, dauernd was Gedrucktes vor Augen. Wie ist das Selbstbewusstsein da in so einem Beruf gewesen? Hat man da was dargestellt gegenüber anderen? Ja, schon. Ja? Klar. Das ging ja damals schon los, als man dann halt angefangen hat, die Lehre, und das erste Geld kam. Ja. Ja. Die Kasse stimmte da, oder? Die Kasse stimmte, ja. Also nur mal zum Vergleich. Ein sehr guter Freund von mir hat dann halt als Schlosser im Theater, im Staatstheater angefangen. Mhm. Kein schlechter Beruf. Nö, hört sich gut an. Ja. Das war die Hälfte. Können Sie sich noch erinnern, was Sie bekommen haben? 501, 601 und 771 D-Mark. In dem ersten, zweiten, dritten Lehrjahr. Erste, zweite, dritte Lehrjahr. Ja. Ja. Und das war so viel, sage ich jetzt mal, dass diese 3 Jahre schon voll in die Rente eingeflossen sind. Oh, ja. Ja. Die haben voll damals schon als Rente gezählt. Ja. Und das war gar nicht anders möglich, als sie so zu bezahlen. Das war Tarif. Das war der ganz normale Tariflohn, ja. War es denn auch so, dass Sie sich intellektuell auch mehr mit Buchstaben befasst haben? Haben Sie oder lesen Sie gerne? Früher habe ich sehr viel gelesen, sehr gerne gelesen. Das ist mittlerweile eingeschlafen, weil ich einfach den ganzen Tag dann so viel mit Buchstaben und allem beschäftigt war, dass ich dann halt auch gesagt habe, nee, jetzt gucke ich lieber mal Fernseher oder so. Ja, ich habe mich dann halt mit anderen Sachen beschäftigt, die andere jetzt wiederum den Tag über als Beruf hatten, wie jetzt der Schlosser oder der Kfz-Mechaniker oder der Zweiradmechaniker. Das sind dann eher so meine Hobbys gewesen, dass ich dann halt am Wochenende oder wenn ich die Zeit hatte, halt am Motorrad geschraubt habe oder am Auto oder wie auch immer und nicht mehr gelesen. Aber ich kann mich erinnern, wenn wir Korrektoren hatten, waren das oft pensionierte Schriftsetzer, weil man sagte, die wissen, wie was richtig geschrieben wird. Ja. Wie kommt das? Haben Sie eine besonders gute Berufsschulausbildung auch gehabt? Hat man da besonders viel Wert auf Deutsch gelegt oder ist die das erfahren? Die Zulassung überhaupt war ja schon mal das eine. Ja, also wenn man heute nicht richtig Deutsch schreiben, lesen kann, dann konnte man damals keinen Schriftsetzerberuf erlernen. Also die Schule also musste schon stimmen. Was hatten Sie in Deutsch? In Deutsch hatte ich, zum Abschluss hatte ich da, ich weiß es gar nicht, 2 oder so. Ja. Für mich war es noch nie das Ding gewesen, so Aufsätze und sowas, das konnte ich nicht. Ja. Aber es fiel dann halt einem Lehrer dann auch einmal auf, dass ich 4-5 Seiten DIN A4 schreiben konnte, Bildbeschreibung oder sonst irgendwas, die war natürlich dann nicht so optimal, aber ohne jegliche Rechtschreibfehler. Oh, ja. Und das war natürlich dann für den Beruf vom Schriftsetzer, vor allem natürlich auch durch meinen Vater, der da schon seinerzeit darauf geachtet hat, dass ich solche Fehler nicht gemacht hat. Hat er mit Ihnen Schulaufgaben gemacht oder nachgeguckt? Schon immer mal. Zumindest hat er mir auch gesagt, das schreibt mir nicht so. Ja. Und dann hier aus dem Duden, guck selber nach. Und dann war dann halt erstmal im Duden lesen. Man hat dann ein Wort gesucht, hat 3 andere gefunden, wo man gesagt hat, ach, das habe ich aber jetzt auch gar nicht gewusst, dass man das so schreibt. Vielleicht kam es so, aber die Rechtschreibung war bei mir eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Und das war dann natürlich auch bei der Meisterprüfung dann so. Wie sah die Meisterprüfung aus? Ja, 4 Seiten Diktat.
bei 3 Fehler war man draußen. Raus. Ende. Also haben Sie keine 3 Fehler gemacht? Komma war ein Drittel Fehler. Ja. Wenn man überlegt, wie viele Leute das heute mit dem Salzstreuer tun. Ja, ja, und da kamen dann natürlich ganz andere Worte vor, so wie ja. libysche Wüste und so Sachen. Staniolpapier. Ja. Kleingartenkolonien. Aha, ja. Oder Brunnenkolonnaden, so Sachen halt eben. Ja. Ja. Also das war schon mal der erste Teil der Prüfung. Ja. Und dann ging es weiter. Das Anfertigen vom Meisterstück. Ja. Können Sie sich noch erinnern, was das bei Ihnen war? Es war ein Buch. Komplett. Was, ein Buch. Ein ganzes, ja. Ein ganzes Buch. Da musste man dann schon, man hat Eckdaten bekommen. Mhm. Ja, dann musste man als Schriftsetzer ausrechnen, bei so vielen Seiten Manuskript, maschinengeschrieben, ja. komme ich in der und der Schrift mit der und der vorgegebenen Schriftgröße auf ja. Seitenzahl. Ja, die Seitenzahl stand dann schon im Raum. Der ja. Haken war dann natürlich, waren dann, sage ich mal, 400-500 Seiten, mhm. auf die man gekommen ist beim Ausrechnen. Das muss man natürlich durch 2 teilen. Dann hat man die Blätter, weil das Blatt wird vorne und hinten Richtig. Bedruckt ja. mit jeweils einer Seite. Das war dann halt schon so... Bisschen, ja, das waren so Fallen. Die ne? Fallen, ja, genau. Ja. Ja. Und dementsprechend hat sich dann die Dicke des Buchs errechnet. Ja. Anhand von der Dicke des Buchs hat sich dann der Rücken errechnet, dem er Platz hatte, dann für hinten den Buchrücken zu das heißt, gestalten und alles. Wenn Sie unterwegs einen Fehler gemacht haben, war alles im Eimer. Genau. Mhm. Der erste Punkt schon irgendwo ja. rum und dann war schon das ja. Ganze irgendwo nicht mehr das, was bei rauskommen soll. Ne? Aber das war jetzt keine unlösbare Aufgabe, weil Sie das im Beruf eben auch gemacht haben. Ja, das war halt damals, war es schon anspruchsvoll. Ja. Ja, aber es war jetzt nicht irgendwo... Kein Hexenwerk. Nee, man konnte es also, wenn man seine Hausaufgabe gemacht hat ja, ja. Ja, oder immer gut zugehört, man hat ja eine Meisterschule gemacht von ja. über 3 Monaten in Vollzeit, die ich... Da haben Sie Ihren Urlaub für genommen. Ja, das waren dann die 10 Jahre, die ich hier mit meinem Vater gearbeitet habe, wo ich 10 Jahre keinen Urlaub hatte oder nur wenig Urlaub ja. hatte, habe ich dann halt die Urlaubstage für aufwenden können, also, da ja. meine Meisterprüfung halt im Endeffekt zu machen. Die haben Sie sozusagen angespart dafür. Ja, kann man so sagen. Ja. Heute verfällt dir normalerweise ein ja. Urlaub oder so, ja, ja. aber das war halt... Ich habe da nie so drauf geguckt. Mein Vater hat dann auch nicht drauf geguckt. Ja. Ja, wenn ich gesagt habe, ich muss mal schnell weg oder hier, ich am Freitag kann ich nicht, da fahren wir mal weg mit dem Motorrad zum Motorradrennen. Das war dann okay. Ja, ja, auf der anderen Seite bin ich dann aber auch mal samstags oder sonntags hier gewesen und habe gearbeitet. Und Sie haben ja schon 96 den Betrieb übernommen, ne? Ja, 96 ja, war ich schon Geschäftsführer. Ja. Was ist, wir machen einen Riesensprung, man merkt das, was ist heute anders als damals? Sie Alles. Sind Einzelkämpfer, Sie können sich tierisch aufregen über schlecht gesetzte Urkunden, zum Beispiel für die Sie zum Geburtstag ja. des Unternehmens bekommen haben. Ja. Das war nicht mittig gesetzt, das Papier war relativ, ich will nicht sagen billig, aber sagen wir mal im Verhältnis zu dem, was früher Urkunden ausgemacht, wie viel Gramm, was für eine Grammatur? Ich schätze 140, 150 Gramm. Was hatte früher waren es 270 Gramm. Ja, das heißt, man merkt das an der Steifigkeit, ja. an der Dicke des Papiers, ne, wie wertvoll das dann ist. Und daran war das ja dann Bütte oder was auch immer gemessen. Ja, gut. Ne? Was ist jetzt noch anders? Als ich kam, hatten Sie immerhin Telefonate, Sie haben noch Aufträge. Wir wollen jetzt mal noch nicht von den Pandemieschäden sprechen, sondern von dem, was sonst nicht mehr da ist. Ja gut, die Zeit ist schnelllebiger geworden. Ja. Heute bestellt, Kunde, morgen geliefert. Genau, jeder Kunde sitzt ja da und denkt, wir würden halt hier nur sitzen und aufs Knöpfchen drücken. Ja. Ja. Deswegen bin ich ja auch immer mal so beleidigt, wenn die Leute sagen, hier, das ist unser Drucker. Mhm. Ja, jeder fragt, wenn es nicht schön aussieht, wer hat das gedruckt? Mhm. Ja, wer es gedruckt hat, ist eigentlich egal. Wer es vorbereitet hat, der Schriftsetzer, schon damals, ja. was der Schriftsetzer nicht vorbereitet hat oder schlecht gemacht hat, jeder Druckfehler, der in der Zeitung entstanden ist, ist das nicht Werk der Schriftsetzer. Ja. Ja. Wenn der Schriftsetzer nicht zur Arbeit gegangen ist am Sonntag, dann gab es montags die Zeitung nicht.
Das ist es. Alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Ne? Genau. Das waren die Schriftsätze. Das waren die Schriftsätze. Und genauso ist es halt so, heute wird halt sehr viel selbst gemacht. Mit dem Computer selber gestaltet oder wie man es auch immer nennen will. Schriftsatz ist das mit Sicherheit keiner, aber wie man hier so in Wiesbadener Raum sagt, jedem nachgefällt sei Kapp. Ja. Ja. Was die Leute dann selber dann machen und gestalten, das ist dann halt das Schönste und das Beste und interessiert es nicht, ob das falsch ist oder nicht falsch ist. Graust es Sie da schon mal, wenn Sie sowas sehen? Teilweise, ja. Also ich bin ja, Sie haben ja auch die Urkunde gesehen vom Gautschbrief, wo dann sehr treffend steht, sich losgesagt hat von Allhudelei und falschem Brauch. Ja. Hm. Und wir sind ja auch jetzt nicht ein Copyshop. Ja. Der einfach eine Vorlage nimmt und dupliziert. Ich bin alleine des Berufswegens schon gehalten, dem Kunden, der mir was falsch Geschriebenes in die Hand gibt, darauf hinzuweisen, hier, das ist falsch. Ja. Ja. Wenn er das jetzt ändern möchte, kann er das tun. Wenn er es nicht ändern möchte, dann muss ich halt einfach drüber wegsehen. Und Sie haben. Und dann kommt später unter Umständen, wer hat denn das gedruckt? Ja. Ja. Da ist einer wieder schuld. Ja, genau. Sie haben mir eine tolle Weinkarte gezeigt von der Ente vom Lehilf, also Nassauer Hof, Sternelokal von Peter Wodarz damals. Sowas haben Sie gesetzt in der vorigen Zeit. Was sind heute Ihre normalen Geschäftsvorgänge? Naja, gut, die meiste Zeit sind die Vorlagen fertig, die wir bekommen, die wir dann halt nur drucken. Ja. Und ich habe mich halt aufgrund von meiner gesundheitlichen Situation mehr in das Privatgeschäft verlagert. Kleinere Aufträge. Also Traueranzeigen. Trauerkarten, Hochzeitskarten, Verlobungskarten, Weihnachtskarten. Ja. Kleinere Broschüren, die nicht so umfangreich sind, die halt, sagen wir mal, viel Kleines, was halt auch Mist macht, ja, weil die großen Aufträge ja meistens von Agenturen und über Internetdruckereien dann gehandelt werden. Ja. Da ist ja auch ein Preisverfall, aber auch ein Qualitätsverfall irgendwo zu bemerken, wo ich halt einfach nicht unbedingt mitmachen will. Ein bisschen hilft Ihnen auch sogar das Internet, was natürlich ein Riesenkonkurrent ist, aber man kann ja auch bei Ihnen übers Internet bestellen. Nee, also man muss schon anrufen. Per E-Mail oder per Telefon. Da findet man Sie zumindest. Ja. Ja. Sie haben eine Homepage, da lernt Homepage man was Homepage habe ich, ja, da kann man schon mal gucken. Aber das persönliche Gespräch, das ist immer noch für mich das, was zählt. Weil die größten Fehler passieren, wenn Leute sich falsch im Internet informieren. Das ist das meiste und das Schlimmste. Ja. Wenn man sich über sie erkundigt, dann hört man ganz oft, die sind so freundlich, der ist so serviceorientiert. Mhm. Woran liegt das? Ist das die gute Erziehung oder ist das eine Lehre, die sie gemacht haben, dass man mit schlechter Laune nicht durchkommt? Wie man ruft in den Wald. Ja. Ja, also ich kann es nicht erwarten, dass der Kunde kommt und mir perfekte Vorlagen irgendwo gibt. Mhm. Obwohl ich es gelernt habe, von einem Manuskript zu arbeiten, ist halt nun mal die Zeit so, dass viele Leute sich halt zu Hause schon mal hinsetzen und selber an ihrem Computer da rumfrickeln. Wie lange die dann brauchen, frage ich sie nicht. Ja. Ja. Es ist wie überall so. Ja, jeder, der zu Hause denkt, er könnte es selber. Es gibt mit Sicherheit begabte Leute, will ich nicht irgendwo abbiegen. Aber es ist so, dass halt viel Schrott kommt. Ja, und dann doch wieder ein Eingriff gemacht werden muss, dass es überhaupt druckbar ist. Man hat sehr viel Zeitaufwand dann nochmal, obwohl der Kunde kommt und denkt, es ist fertig, man kann es so verwenden. Hat man dann doch noch mal Zeit. Ja, das sind halt so Sachen, wo man halt einfach. Sie haben jetzt ein paar Mal auch angedeutet, wo der Amateur für Sie erkennbar ist. Mhm. Auch wenn wir das jetzt nicht so ausführen können, aber so eine kleine Schriftsatzkunde können wir ja mal versuchen. Wo werden da die meisten Fehler noch gemacht? Ja gut, die meisten Fehler gemacht. Zum Beispiel? Nee, weil zu viel Schriften gemischt werden.
Aha, ja, das ist das Schlimmste, ne? Ja. Und die, also Schriften Überschrift mischen, kriegt eine andere. Ja. Genau, Schriften mischen, weil, sag ich mal. Weil es da ist. Ja, weil es auf dem Computer vorinstalliert ist. Genau, ja? Also die Schriften heißen dann Times oder Calibri. Ja, oder Times New Roman, ja, das sind halt alle so Sachen. Das ist die Schrift Times. Ja. Ja. Die Times New ist irgendwann mal new, neu überarbeitet worden für den Computer. Ja. Und Roman heißt nichts anderes wie normal. Aha. Ja, das ist die normale Times, wie sie früher schon im Bleisetzkasten gelegen haben. Nur halt, dass das keine Bleibuchstaben mehr sind, sondern dass die halt für die Bildschirmansicht und für den Computersatz überarbeitet wurde. Ja, ja. Ja. Aber das haben wir schon wieder was gelernt. Und vor allem, wie gehen sie mit Farbigkeit um? Weniger ist mehr. Ja. Möglichst wenig, ne? Ja. Wofür braucht man Ligaturen? Ligaturen heißt, es sind früher im Blei, in der Bleischrift eigentlich immer einzelne Buchstaben gegossen worden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ein kleines F und ein I anguckt, dann würde das F und das I sehr weit auseinanderstehen. Im Computerzeitalter kann man das zusammenrücken. Das ging früher beim Blei nicht. Deswegen gab es dann die sogenannten Ligaturen, Zusammengüsse von Buchstaben, die dann einfach in ihrer Einheit schon auf einen schmaleren Kegel gegossen worden sind. Ja. Ja, wenn man jetzt ein F und ein I im Blei nebeneinander setzt und setzt die Ligatur daneben, dann ist die nur ungefähr drei Viertel der Breite. Ja, das hat man halt einfach verwendet, um so FI und großes T, kleines A zum Beispiel, sowas gab es dann zum Teil die als Ligaturen oder auch unterschnitten, ja, dass man halt als Schriftsetzer die Möglichkeit hatte, das ordentlich grafisch irgendwo darzustellen. Welche Rolle spielt Papier bei Ihrer Arbeit? Jetzt reden wir natürlich eher vom Drucker, doch wieder, aber Sie benutzen ja Druckmaschinen. Ja, klar. Erstmal, wir haben gerade uns schon darüber unterhalten, Papier ist knapp und teuer. Ist schwierig. Ja. Ja, also früher hat man dann halt einfach sein Material gekannt. Also zumindest das, was man ständig gebraucht hat. Wenn der Kunde kam und hat sich aus dem Katalog anderes Material ausgesucht, wusste man genau, okay, die und die, der Großhändler vertreibt das, hat angerufen und meistens innerhalb von ein oder zwei Tagen war das Material verfügbar. Ja. Mittlerweile ist es halt so, dass es immer weniger Großhändler gibt durch Zusammenschlüsse, auch von größeren Konzernen. Zwei Großhändler, die jeder ein Produkt hatten, die sich zusammenschließen zu einem Großhändler, die vertreiben jetzt nicht mehr Produkt A und Produkt B, sondern die vertreiben das hoffentlich Beste aus Produkt A und B. Entweder Produkt A oder Produkt B. Eins wir haben gibt's gar keine große Wahl mehr. Ja. Ja, es gibt halt einfach eins nicht mehr. Ja. Durch das Sterben leider der ganzen Papierfabriken gibt es halt einfach eine Papiersorte nicht mehr. Oder weil Verpackungsmaterial billiger und einfacher herzustellen ist als Papier, ne? Stellt man dann auf Kartonage um, habe ich auch schon gelesen. Ja, das ist jetzt weniger, weil das Druckpapier ist schon, also das war schon immer auch so mein Steckenpferd, weil ich immer gesagt habe, das Drucken kostet das Gleiche. Mhm. Ob mir auf Billigmaterial drucke oder auf etwas teureres Material. Ja. Ja. Ich sehe dann eher den Fokus, wenn man was in 20, 30 Jahren anguckt. Das ist der Unterschied. Es vergilbt nicht so schnell. Ja, es sieht noch ordentlich aus. Es gibt ja Sachen, die teilweise heute im Digitaldruck mit Laserdruckern auch vom Kunden dann später selber noch eingedruckt werden. Da gab es schon so Sachen, das kommt dann an beim sagen wir, Werbebrief oder so, schreibt einen Werbebrief mit seinem Laserdrucker und beim Kunden im Umschlag liegen dann die einzelnen Buchstaben drin, weil sie halt einfach keine Haftung eingehen mit Papier. Das hat man alles schon gehabt. Ja, oder Ordner, die man halt einfach, wo man die Seiten nicht mehr auseinanderkriegt, weil halt einfach die mit dem Laserdrucker oder auch Kopierer gedruckten Seiten halt eben einfach aufeinander kleben. Wofür können Sie sich noch begeistern in dem Beruf? Alles Alte. Ja. Ja, alte Techniken. Ich habe gerade heute Morgen wieder im Fernsehen was gesehen, wo es um Steindruck geht. Mhm. Ja, diese Sachen, das interessiert mich halt einfach eben. Ja. Ja, vielleicht kommt mir nochmal so eine Erleuchtung, wo man halt nochmal anders einsteigen kann. Ja.
Ja, ja, Kunst. Ja, sicher. Das ist halt immer so Geschichte. Sie haben ja mir gezeigt, Sie haben auch schon mal Bilder gedruckt, ne? Ja. Aber das ist. Reproduktionen sind das dann halt von Künstlern. Gut. Aber das hat ja dann nichts mit Schriftsatz zu tun. Nee. Das habe ich ja jetzt nicht nur gelernt, sondern verstanden. Ja. Kam eigentlich jemand zum Gratulieren zum 100. Ja, die Schriftsetzer-Koryphäe, der Herr Loi, war bei mir. Mhm. So völlig unangekündigt stand er. Inwiefern ist er Koryphäe? Er ist ein sehr bekannter Professor auch. Ja. Ja, und so für die Schriftsetzer eigentlich so der. Die Institution. Der Schriftsetzer, ja. Ja. Persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt gehabt bis dahin. Er ist hier in Wiesbaden ansässig. Mhm. Und hat sich auch hier die Räumlichkeiten so mal angeguckt. Ja, da hat man schon gemerkt, jawohl. Und wir hatten jetzt schon mal das ein oder andere Mal Kontakt. Er hat mir ein Buch von sich überlassen, was ich leider bis jetzt noch nicht lesen konnte. Ja. Bin ich halt einfach noch nicht dazu gekommen. Und ansonsten alles andere, wie jetzt Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, der Bürgermeister, das läuft halt jetzt erstmal alles über Briefchen oder so. Mhm. Ja. Wenn Sie Glück haben, kommt das im 101. Jahr dann. Ja, also es soll, also es ist eine Verleihung angekündigt vom Bürgermeister. Da hat es schon gehießen im neuen Jahr, aber pandemiebedingt ist das jetzt momentan halt alles so ein bisschen. Ja, gefeiert oder so haben wir nicht, war ja keine Möglichkeit irgendwo, zum anderen auch finanziell durch die riesigen Einbrüche. Natürlich, ja. Also was ist bei Ihnen jetzt im Geschäft durch die Pandemie vor allen Dingen weggebrochen? Sämtliche Privatdrucksachen. Sie sagten gerade, die Leute heiraten ja, aber sie feiern nicht. Ja. Und bei Trauerfeiern hat man auch höchstens wahrscheinlich, wenn Lockdown ist, 10. Ja, das wird halt meistens entweder über die Zeitung erledigt. Was mir ja jetzt nicht unlieb ist, ne? Ja, klar. Zeitung ist aber eigentlich immer. Ja, ja. Zusätzlich ist halt dann halt die Traueranzeige, die man halt an Leute schickt, die jetzt nicht gerade mal die ortsansässigen Zeitungen zur Verfügung haben. Ja, ja. Ja, es ist vielleicht der Cousin oder die Cousine in Saarbrücken oder der Onkel oder die Tante in Hamburg, die lesen natürlich die Zeitung natürlich die Wiesbadener nicht, ja. Zeitung nicht zur Verfügung haben. Die müssen natürlich auch wissen, dass derjenige irgendwo verstorben ist. Das wird heute dann, wenn überhaupt, mit dem Telefon erledigt. Mhm. Ja. Oder im Internet. Weil halt schon, einfach nur 10, 15 Leute kommen dürfen zu den Trauerfeiern. Ja. Genauso ist es bei den Hochzeiten. Mhm. Ja. Das ist halt schon mal irgendwo angekündigt, aber es weiß doch keiner, was ist jetzt in 3 Monaten, in 4 Monaten, dürfen wir feiern, dürfen wir nicht feiern, können wir einladen oder nicht. Mhm. Wir sagen denen jetzt schon mal alle per Telefon Bescheid, wenn wir es machen können, dann rufen wir halt nochmal an. Ja. Das ist früher halt alles mit hier einfach wunderschönen Karten erledigt. Riesenkataloge haben wir hier stehen, ja, wo man sich aussuchen kann. Aber immerhin gibt es ja noch das Weihnachtsfest und Neujahr, da haben sie vermutlich ein paar Karten doch. Ja, das ist können. Jetzt, da ist jetzt schon halt für die geschäftliche Kundschaft schon die immer gekommen sind, die kommen auch dieses Jahr. Auch Eigenproduktionen und so haben wir schon gemacht. Aber da liest man dann natürlich ab aber und es zu, ist dann halt statt schon wieder Karten spät. Haben wir gespendet. Ne? Das ist sehr viel gekommen, ja, aber das, also eigentlich jetzt in den letzten paar Jahren, also die es schon seit ein paar Jahren noch machen, die machen es auch heute. Die bleiben in der Tradition. Ja, was ich natürlich jetzt nicht nur geschäftlich gut heiße, weil das ist halt einfach so, es ist irgendwo Tradition auch. Mhm. Ja. Wie machen Sie es denn für private Zwecke, wenn Sie jetzt einen runden Geburtstag haben oder irgendeinen anderen Anlass? Sind Sie jemand, der sich selber dann auch Karten herstellt und schreiben Sie auch noch mit der Hand oder setzen Sie dann eigens? Ja gut, eigene also das ist ja jetzt momentan Produkte. In der Zeit, wie man es heute hat, mit diesem WhatsApp und dem ganzen Kram mal schnell erledigt. Ja. Ja, aber also zum Geburtstag gratulieren oder so, bei mir ist es dann schon eher mal der persönliche Anruf. So Karten für einen einzelnen Geburtstag oder so beim Runden, eventuell mal bei guten Bekannten. Ich selber habe noch nie großartig gefeiert. Ich glaube, mein letzter Geburtstag, den wir gefeiert haben, war mein 40. vor 3 Jahren. Aha.
ich nehme mich selber nicht so wichtig in so Sachen. Aber Sie haben eigenes Briefpapier. Davon darf ich da wohl ausgehen, oder? Das habe ich wohl irgendwo, ja. Aber ich glaube, das könnte noch sein mit der alten Adresse. Oh, verstehe. Ja. Ja. Wie es beim Schuster so ist, ne? Mhm, ja. Schuster hat Löcher in den Schuh. Ja. Ja. Das hat bei mir auch ewig gedauert, bis ich die neue Adresse mal auf Visitenkarten hatte. Ja, da hat man keine Zeit für, ne? Nee. Also Visitenkarten werden natürlich auch bei Ihnen gedruckt. Klar. Ja. Aber auch dadurch, dass Vertreter nicht mehr rausgehen. Richtig. Ja. Ich schicke Ihnen per WhatsApp meine Kontakte. Ja, die brauchen wir dann fast gar nicht mehr. Ja, das wird ja alles per Anruf dann erledigt. Rhein-Main-Halle ist halt auch ein Thema. Mhm. Sehr lange Durchstrecke. Da hätten Sie sonst auch weiter von profitiert, wenn das Rhein-Main-Kongresszentrum... Rhein-Main-Kongresszentrum, ja. Rhein-Main-Halle war schon immer mal so das Ding. Mhm. Oder eher gesagt Rhein-Main-Hallen hieß es ja immer. Ja, korrekterweise, genau. Und da war schon immer mal die eine oder andere Veranstaltung, wo dann Leute angereist sind, von überall, weltweit eigentlich. Ja. Ja, und die haben vergessen, ihre Visitenkarten einzupacken. Und wie schnell sind Sie dann bei sowas gewesen? Da können wir sehr schnell reagieren. Heißt, von heute auf morgen? Von eben auf jetzt, teilweise. Ja. Ja, also je nach Anspruch. Ja. Aber meistens ist ja dann da der Anspruch geringer. Mhm. Ja. Das Hauptsache, heißt, die brauchen was mit Name, mit Adresse, mit Firmenname. Ja, was jetzt nicht vorderseitig, rückseitig in 15 Farbe, 3 Wochen trocknen muss oder so. Da sind wir halt schon schnell dabei, dass wir da helfen können. Mhm. Ja, und das auch moderat irgendwo, nicht überteuert oder irgendwas. Aber das war dann schon immer mal so pro Messe, so der eine oder andere, vielleicht auch mal 3-4 Kunden, die dann halt noch schnell aufgeschlagen sind und dringend das halt gebraucht haben. Das ist alles nicht mehr da. Ja. Ja. Gibt es irgendeine Skurrilität, die Ihnen einfällt, was Sie mal gemacht haben? Irgendwas Außergewöhnliches? Leute haben ihre Scheidung bekannt gegeben? Oder? Nee, also sowas jetzt weniger. Nee. Es war mal Kundschaft da, die haben dann Aufkleber gemacht. Gesponsert von bei einer Scheidung. Ach ja. Die waren sich dann vielleicht nicht ganz so einig, welches Möbelstück dann halt mitgeht oder nicht mitgeht. Und dann war halt der Ex-Ehemann wohl so ein bisschen und hat dann wahrscheinlich die Möbel seiner Frau überlassen mit ihrem neuen Freund mit Aufklebern. Ach ja, damit die Möbel. Überlassen von halt, ja. Verstehe. Das war schon so. Mussten die erstmal wieder abgepopelt werden. Ja, es stand zumindest schon mal eine Bemerkung drauf. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es unangenehm ist, wenn man allein diesen Aufkleber dann sieht. ja, das gehe ich schon mal. Das war halt, ich denke mal, es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Mhm. Aber das war halt einfach schon mal so eine ganz kleine, ja, aber schon interessant irgendwie. Ja, kommt mal drauf. Ja. Werden Sie denn schon mal auch um Rat gefragt, wenn jemand kommt? Ja? Wie man etwas anlegt, was man macht, was üblich ist. Ja, ich meine, Sie haben ja hier jede Menge Kataloge auch. Ja gut, das betrifft ja dann die Privatkundschaft mit den Karten. Ja, ja, weil die Karten sind halt, sie sind einfach schöner, die, wenn sie aus den Kartenverlagen kommen und nur mehr einen Eindruck bekommen mit dem Datum der Festivität oder irgendwas, als jetzt sowas selber auf ein einfaches DIN A4 zu drucken mit einem Umschlag oder so. Richtig. Ja. Wir kommen zu einer Rubrik, die ich bei jedem meiner Gesprächspartner übe. Das ist die Rubrik auf ein Wort. Ich stelle Ihnen 6 Fragen und diese 6 Fragen müssen Sie relativ kurz beantworten. Mhm. Die gehen so ein bisschen ins Persönliche, sind aber nicht unangenehm. Es hat bisher, glaube ich, jeder geschafft. Mhm. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Hui. Gesundheit. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ein Eis im Sommer. Mhm. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Gar nicht. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie ein Vorbild? Nein. Was hätten Sie beruflich statt der aktuellen Tätigkeit gerne mal gemacht? Ich weiß es nicht. Also eigentlich bin ich mit meinem Beruf glücklich gewesen. Das ist doch eine gute Antwort. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesundheit. Zur Zukunft des Unternehmens, das waren schon die Fragen, ich gehe direkt schon weiter. Wird es nochmal ein Jubiläum von Karl Nass geben? Das will ich jetzt nicht verneinen. Wenn Sie Fasnachter wären, würden Sie sagen, das 111. Jahr wäre...
Es ist alles drin. Ja. Ja, ich habe schon gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen mein Leben. Mhm. Ich bin auch froh, wenn ich gebraucht wird. Mhm. Ja. Was will ich den ganzen Tag daheim? Ja. Ja. Das sind halt alles so Sachen, die man sich dann so auch fragt. Ja, gerade so habe ich in meinem Leben mal was falsch gemacht, hätte ich was anderes da machen sollen. Ja, sicherlich ist es in der Zeit, die wir jetzt momentan haben, schwierig. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn man Gas-Wasser-Installateur gelernt hätte oder so. Ja. Ja, die haben gut zu tun. Wir hatten auch Zeiten, wo wir mehr zu tun hatten wie die anderen alle. Mhm. Ja, es sind gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber ein Nachfolger ist ja nicht in Sicht. Also Kinder haben sie nicht. Und nein. Und jetzt keinen, den sie ausgebildet haben, nein, der hier war. Auch nein. Ja gut, also es sind schon Interessenten da, ja, gewesen immer mal. Mhm. Ja. Aber solange wie ich das jetzt hier mache, mhm, und mich ernähren kann, ja, ja, ist es auch ganz gut, sage ich mal, für mich, wenn ich die Bewegung noch habe irgendwo. Ja. Was wir gesehen haben, würde ja auch einem Museum gut zu Gesicht stehen. Also die Schriften, manche Maschinen, die Sie haben, aber dazu sind Sie nicht bereit oder noch nicht bereit, irgendwas abzugeben. Ne? Nee. Gab es denn da schon Anfragen? Immer. Ja? Ja. Ist also immer noch interessant, auch gerade für Museen dann, oder möchte es? Ja, Museen oder auch anderen Handwerker, die halt sowas mal hatten, es ja, hergegeben haben, es auf einmal wieder haben möchten. Ach ja, ja, ja. Das gibt's alles, ja, ja, klar. Ja. Ich konnte mich immer schwer von irgendwas trennen. Ja. Ja. Deswegen bin ich ja noch mit meiner ersten Frau verheiratet, über 30 Jahre. Das wird es auch andere Gründe haben, bin ich ganz sicher. Und das ist halt dann so, ich will jetzt nicht sagen, Sammelleidenschaft oder irgendwas, aber wenn ich doch heute was habe, mhm, und müsste es hergeben für ein paar Pfennig, ja, und weiß genau auch, dann kannst du das auch neben stehen, also kannst du es vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen. Das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein Messi oder so, aber es ist mir schon so oft untergekommen, ja, dass man einfach teilweise nutzlose Sachen nicht weggeworfen hat. Und auf einmal, und irgendwo braucht man es dann auf einmal, irgendeine Maschine geht kaputt. Und man hat dieses Bauteil und man weiß genau, ah, Moment, da habe ich noch eine Maschine gehabt, mhm, die habe ich auseinandergenommen, da liegt das, da finde ich es. Wir, ja, sind Brüder im Geiste, Herr, ja, Wintermeyer, man kann doch nicht einfach was wegschmeißen, aber das müssen Sie meiner Frau mal sagen. Ich danke Ihnen vielmals für diesen 100. Podcast. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ebenso, bleiben Sie gesund. Danke. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Ein Angebot der VRM.